So, herzlich willkommen. Ihr seid wieder da, der zweite Teil. Ich freue mich sehr. Wir brauchen heute auch noch eine Matte, deswegen denkt an, vielleicht eine Matte euch zu holen, mal kurz auf Stopp drücken, dann wieder anmachen. Ich mache in der Zeit nicht weiter, aber hier jetzt. Ich freue mich, dass ihr alle wieder da seid. Ich hoffe, die erste Stunde ist euch gut bekommen. Und wir machen heute jetzt den zweiten Teil, sind schön aufgewärmt aus dem ersten Teil. Und werden jetzt etwas mehr in den Beinbereich gehen. Ein bisschen mehr Beinkraft, ein bisschen was für den Bauch und auch für unsere Ärmchen. Wir starten erstmal in der breiten Position. Wir sind noch leicht aufgewärmt und dehnen noch ein bisschen. Und lassen wir uns jetzt wirklich breit auseinanderziehen. Und wir ziehen sanft ein Bein in die Länge. Achtet nochmal hier auf eure Knieposition und es soll ziehen auf der Beininnenseite. Dann ganz sanft mal rübergehen auf die andere Seite und auch hier immer kurz anziehen lassen. Muss noch in einem angenehmen Feld sich bewegen. Wohlfühlschmerz. Achtung, so, jetzt haben wir uns ein bisschen in diese Beinbewegung rechts und links. Wunderschön, immer noch mal leicht anziehen lassen, nicht zu lange drinnen bleiben. Wir sind ja noch im Warm-up und nicht im Cool-down, deswegen öfters wechseln. Und dann setzt die Zehenspitzen in eine Richtung, setzen wir zusammen in eine Richtung, zieht es jetzt hinten in der Wade, wenn der Fuß ganz am Boden ist, inklusive Ferse. Super. Lösen einmal auf die Zehenspitze, Becken nach vorne, Po hinten anspannen, zieht vorne im Hüftgelenk und im Hüftbeuger. Einmal wieder hinten Ferse Richtung Boden und aufrollen, Becken nach vorne schieben, kippen und wieder Ferse absenken. Machen wir noch zweimal, tief, einmal noch nach oben, Becken nach vorne und das Ganze dann erstmal auf der anderen Seite. Beide Fußspitzen drehen in eine Richtung, Ferse geht sanft hinten Richtung Bodenzug, kommt Wade in Achillessehne. Wow, einmal kurz anziehen lassen, Po anspannen, Becken aufrollen, Knie nach vorne schieben, dann kommt wieder der Zug hier rein und tief in die Wade. Vorbeugen, Becken nach vorne, sieht nicht schön aus, aber ist effektiv, oder? Okay, nochmal Becken vor. Das Knie muss richtig aktiv mit nach vorne ziehen, Ferse hinten in den Boden reindrücken. Und noch ein letztes Mal nach vorne gehen. Super, wieder zurück in die Mitte. Wir sind noch in der breiten Position. Und gehen nochmal tief. Jetzt wird es hier wieder ein bisschen angenehmer, hoffentlich in der zweiten Phase. Deswegen bewegen wir uns jetzt noch ein bisschen dazu. Wir gehen mit dem Gegenarm Richtung Knie. Und den anderen Arm, den ziehen wir weit nach hinten raus. Mit dem Handteller unter die Decke zeigen. Und aktiv nach unten ziehen. Ziehen, im Wechsel, tief, 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 super, 4, 3, 2 und dann kommen wir einmal in die Mitte, einmal die Beinchen etwas enger zusammen, ungefähr beckenbreit, also zwei Füße passen noch unten zwischen euch. Und wir beginnen mit den Kniebeugen. Der Klassiker, den kennen wir ja nun auch schon. Achtet nochmal drauf, die Position, dass der Po ein bisschen nach hinten geht. Gut, so. Die Knie nicht vorne über die Schuhe zeigen. Der Rücken lang ist und wir ziehen die Arme heute à la Jens Weißflug nach hinten. Ja, ganz langen Rücken machen. Und dann können wir hier oben schön die Schulterblätter aktiv mit zusammenziehen. Beim nach unten die Schulter weg von den Ohren und tief. 8, 7, 6, 5, 4, ausatmen, 3, 2, eine letzte, gut, einmal nach oben kommen, den Fuß zur Seite, beide etwas wieder in eine Linie bringen
Und wir setzen einmal hinten tief, kommen nach vorne, setzen hinten wieder tief. Also den Lunge Back. Und ihr müsst nicht mit dem Knie bis zum Boden gehen, ne? Sondern geht es so tief, dass ihr immer noch gut eure Muskeln aktiviert und haltet, eure Knie nicht unangenehm wehtun. Und dann machen wir auch hier die Druckkomponente vorne. Brustmuskeln schauen wir ein bisschen auf. Ja. Wir gehen hin tief, nur auf die Zehenspitzen. Ferse geht hoch. Gut. Machen wir die letzten zusammen. 8. 7. Immer ein Atemzug. 6. 5. Press. 4. 3. 2. Eine letzte. Gut. Und wieder in die Öffnung kommen. Einmal etwas enger zusammen. Und wir gehen nochmal in die Abflugposition. Yeah, gut. Nochmal dran denken. Schulterblätter hinten zusammen. Und ausatmen beim Tiefgehen. Bauch einziehen. Körperspannung halten. Und kräftig mit den Handtellern noch nachhelfen. Das möchtest du wirklich unter die Decke. Und mit den Fingerspitzen weit unterm Boden am Boden entlang ziehen. Ja. Die letzten 4, 3, 2, eine noch. Perfekt. Und wir setzen hier jetzt das andere Bein gleich raus. Sind wir wieder in guten Position für Lunchback. Einmal das Knie schon mal ein bisschen beugen. Vor und zurück beugen. Vor, zurück. Super, wir nehmen wieder die kleine Stabilisations- und Kraftkomponente und atmet ein und tief. Atmet ein und tief. Ja, ganz präsent sein. Bauch mit anspannen, mal tief gehen. Schultern sind weg von den Ohren. Auch ruhig ein bisschen drücken mit den Handtellern. Ne? Nicht nur zum Gebet fertig machen, auch ein bisschen Kraft. Wow, die letzten 3. Tief. 2. Tief. Gut. Und kommen wir wieder in die Mitte. Einmal tief einatmen. Und nach vorne abrollen. Aber immer hängen lassen. Beine ein bisschen locker machen, ganz weich. Ein bisschen aus den Knien federn, den Kopf hängen lassen. Schultern abfallen lassen, Hände nochmal ausschütteln. Prima. Das ist ein gutes Zeichen dafür, dass wir jetzt eine Etage tiefer gehen. Wir haben schon hingeguckt. Also holt euch eure Matte mit dazu, wenn sie noch nicht da ist. Und die richten wir jetzt kurz aus. Gehen eine Etage tiefer. Über unseren Ausfallschritt sind wir schon gleich unten angekommen. So, es gibt noch ein bisschen Saures für das Hinterteil. Dafür gehen wir als erstes in den Unterarmstütz. Heißt, guckt, dass die Ellenbogen unter euren Schultern sind. Ob die Hände vorne so oder so, das ist erstmal egal. Dann gucken wir, dass der Katzenbuckel oben rauskommt. Auch hier die Schulterblätter schon mal ein bisschen aktivieren. Bauch aktivieren. Setzt das linke Bein oder das rechte, ist mir egal. Nach, zur Körpermitte, das rechte raus oder umgekehrt. Raussetzen, gucken, dass nichts hinten verkippt, dass ihr in der Stabilität bleibt. Und einmal heben das Bein, beugen im Kniegelenk, beugen im Fußgelenk. Haben wir einen rechten Winkel, gehen wir jetzt und mit der Kniescheibe Richtung Boden. Mit der Fußsohle Richtung Decke. Das machen wir jetzt mal ein paar Mal, damit wir uns schön eingrooven. Ja, und das macht ihr ruhig in eurem eigenen Tempo. Wichtig ist, dass ihr schön aktiv aus der Beinrückseite und dem Gesäß arbeitet. Super, oben federn wir. 3, 2, 1, tief. 3, 2, 1,
tief. 3, 2, 1, tief. 3, 2, 1, tief. Noch zwei. Tief und hopp. 3, 2, 1, Bein strecken. Oben bleiben, meine Lieben. Fußspitze setzt am Boden kurz ab. Ferse drückt hinten tief. Das heißt, ich schiebe auch den Rumpf ein bisschen mit nach hinten. Dehne kurz. Die Beinrückseite Wade. Perfekt. Und nochmal anheben. Ungefähr das Bein auf Beckenebene. Und hier gehen wir Fußspitze tief bis hier hoch. Tief, hoch, tief, hoch. Po anspannen. Hopp. Federn, Federn, Federn. Tief, Federn, Federn, Federn. Immer oben. Gut. Gut. Federn, Federn, Federn. Tief. Die letzten. Zwei Wiederholungen. Federn, Federn, Federn. Eine noch. Federn, Federn, Federn. Wow, jetzt haben wir uns eine kleine Pause verdient. Einmal hochkommen mit den Armen in den Katzenpuckel einziehen. Runden Rücken machen. Und im runden Rücken ein bisschen verschieben. Vor und zurück. Gut. Dann setzen wir uns gleich ganz nach hinten Richtung Fersen ab. Die Arme schieben wir lang nach vorne. Den Rumpf lassen wir nach unten durch. Kopf vielleicht bis zur Matte. Je nachdem, wo ihr hinkommt und wie angenehm das ist. Ne? Für die Knieleute machen es ein bisschen anders. Ansonsten mal ganz lang ausstrecken. Mit den Fingerspitzen zieht ihr weit nach vorne, sodass die Arme keinen Kontakt mehr haben zum Boden. Einmal tief einatmen und mit der Ausatmung Bauchdecke einziehen, Rücken stabilisieren, nach oben kommen, das Becken mitziehen und erstmal fest werden. Nochmal zurück, einatmen und aus. Einatmen und aus. Wer mag, kann jetzt noch einmal tief gehen. Aus dem Stütz in den Liegestütz. Das gucken wir mal, wie jeder so heute unterwegs ist. Einatmen und vorne tief hoch. Einatmen und tief hoch. Einatmen. Machen wir noch 4 bis 5. 5. Tief einatmen. 4. 3. Bauchdecke anspannen. 2. Eine letzte. Super. Dann gehen wir ganz nach hinten. Einmal die Handgelenke ein bisschen aufschütteln. Ihr seht, ich nehme langsam die Farbe von meinem T-Shirt an. Das kennt ihr ja auch. Mir ist auf jeden Fall hier in der Wohnung schön muggelig warm. Aber das ist auch nicht schlimm. Ne? Lieber schwitzen als frieren. So, während wir die Handgelenke noch am Schütteln sind, nochmal die Schulter kreisen. Wechsle ich jetzt meine Position. Ihr könnt da bleiben, aber damit es von der anderen Seite besser sichtbar ist. Jetzt starten wir das Ganze wieder von vorne mit dem anderen Bein. Heißt, ich gehe in den Unterarmstütz. Hier mache ich es mir bequem. Nochmal darauf achten. Ellenbogen, Unterschulter, Gürtel. Ich richte meine Knie unter meinem Becken ein. Ich setze jetzt das rechte Bein zur Mitte und das linke Bein nach hinten, gerade Linie. Erstmal richtig lang sein, gucken, ob alles passt. Und nochmal schauen, ne? Hier oben aktiv im Schultergürtel sein. Gute Position. Und jetzt erstmal das Bein heben. Dann das Knie beugen, das Fußgelenk aufbeugen, aus der Position so lassen in diesen Gelenken. Wir tippen mit dem Knie auf den Boden
und gehen nach oben mit der Fußsohle gedanklich unter die Decke. Der Kniewinkel bleibt 90 Grad. So, das heißt, hier grooven wir uns wieder ein bisschen ein. Und wichtig ist, dass ihr wirklich schön sanft zieht. Ne? Nicht mit Hauruck arbeiten, sondern weich in die letzte Bewegung reingehen. Und dann federn wir oben wieder 3, 2, 1. Einmal aus, 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 aus. Kopf könnt ihr hängen lassen. Ja, macht mal noch ein paar in eurem eigenen Rhythmus. Ab, Knie und hoch, 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 Knie, hoch, 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 die letzten zwei. Ab, ab, ab und ab, ab, ab. Super, einmal ein Beinchen lang machen und in der Länge kurz am Boden absetzen. Und wieder sanft nochmal das Gewicht nach hinten verschieben, die Ferse Richtung Boden drücken, sodass Dehnung in die Beinrückseite kurz reinkommt. Dann gehen wir wieder zurück in unsere Startposition. Das Bein anheben über die Länge, Fußspitze zeigt nach unten. Gucken wir nochmal, dass die Mitte auch in der Bauchebene schön fest ist. Tippen am Boden, heben. Tippen am Boden, heben. Tippen am Boden, heben, tippen, heben und oben federn. Drei, federn, 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 tipp und federn, 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 tipp. Mit Po-Spannung arbeiten. Ja, das Bein soll in der Streckung bleiben. Nochmal drauf achten, Kniegelenk ist durchgestreckt. Federn, 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 federn. Die letzten zwei, zwei. Und eine noch. Federn, federn, federn. Wow, super. Und dann gehen wir wieder ganz weich nach hinten. Einmal kurz einen runden Rücken nach oben in den Katzenbuckel. Richtig fest reindrücken, nochmal vom Boden. Richtig die Arme reindrücken in den Boden, nach oben rund werden. Und auch hier die Bauchdecke nach innen ziehen, das Becken kippen, sodass der untere Rücken mit in die Dehnung reinkommt. Einmal tief durchatmen. Super. Dann gehen wir wieder und setzen uns ganz weit nach hinten Richtung Ferse. Die Arme schieben wir weit nach vorne mit den Fingerspitzen. Einmal den Kopf durchhängen lassen. So, wenn ihr merkt, ihr habt vielleicht schon ein Osterei zu viel gegessen vor Ostern, dann macht die Beine etwas breiter, dann ist Platz dazwischen für den Bauch. Ne? Okay, cool. So, Fingerspitzen ganz leicht nach innen zeigen lassen. Ihr wisst, Liegestütze Nummer 2. Nochmal einatmen und ausatmen. Bauchdecke einziehen, Rumpf aufsteigen lassen, nach vorne kommen. Einatmen hinten und nach vorne kommen. So, wichtig ist, dass ihr hier jetzt nicht durchhängt, sondern ihr behaltet Spannung und tief, über die Armbewegung tief gehen und ausatmen, einatmen und einatmen und tief. Gut, den Rücken lang und gerade lassen. Wenn ihr merkt, wow, jetzt verlässt mich aber wirklich meine Kraft, habe ich schon zu viel im Garten gearbeitet, habe ich schon zu viel Fenster geputzt, habe ich schon zu viel Bohnen gewienert oder zu viel Keller aufgeräumt, mach nur noch die Hälfte von der Stütze. Und die letzten zwei, eine geht noch, relax, kommt ganz nach hinten. Und wieder deine Handgelenke ausschütteln. Man sollte ja den Humor nicht verlieren. Wir kriegen das schon hin, ne? Wir schaffen das schon.